Hesche Stiebeling. Ich bin hier in Bad Schwartau wohnhaft, habe hier mein Atelier und bei der GEDOC bin ich schon viele Jahre, bin auch bei den Lübecker Künstlern auch schon eine ganze Weile, habe bei vielen Ausstellungen mitgemacht, sowohl bei den Lübecker Künstlern als auch hier bei den GEDOC Frauen. Ich arbeite eigentlich, ich möchte sagen, ich mache alles. Ich kann zeichnen, malen, mich interessieren Naturereignisse. Ich arbeite viel draußen, auch im Freien, fotografiere auch und sammle viele Dinge, wie zum Beispiel auch Holzartiges interessiert mich, Strukturen interessieren mich. Und diese Arbeit zum Beispiel ist bei einem Schlehbusch am Wasser mir plötzlich gekommen. Ich möchte daraus eine Skulptur machen aus diesen dornigen Ästen. Und Dornen haben mich jetzt die ganze Zeit fasziniert. Und ich möchte darin mit diesem Material weiterarbeiten. Lasse jetzt erstmal zeichnen, malen und werde diese Äste weiterhin Stück für Stück ausschneiden und dann zusammensetzen zu einem neuen Gebilde. Dann wird es auch fotografisch interessant, was der Dornbusch alles zu bieten hat. Im Sommer, im Winter, die Blüte und alles, das verfolge ich dieses Jahr, ist der Schlehdorn dran. Und andere Dinge interessieren mich auch. Jetzt zum Beispiel, wenn ein Thema kommt, wie in der GEDOC Willebad Essen, dann fällt mir wieder was anderes ein. Aber es ist auch wieder etwas Sperriges, Dorniges, auch drin, zufälligerweise. Das ist immer der Zufall. Und deshalb diese Arbeit. Und hinter Ihnen liegen noch Tücher. Ich habe dann diesen Tastsinn nochmal durchdacht und habe sämtliche Bettlaken, die ich noch hatte, geerbt, auch mit Emblem, auf Eichenrinde gelegt und die abgetastet und abgefahren mit Acrylfarbe. Und die werde ich auch ausstellen mit Haut und Haaren zu diesem Thema. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, wo würden Sie sich gerne in 10 Jahren sehen? Das ist schwierig. Ich bin ja schon ziemlich alt. Da weiß ich noch nicht, welche Verfassung ich bin. Aber wo ich sein möchte, ich würde gerne am Meer mich aufhalten, in der Natur, draußen, viel, viel draußen sein, viel gehen und wandern und alles, was um mich herum ist, aufnehmen. Was daraus wird und was ich mache, weiß ich jetzt noch nicht. Das kann alles ganz anders aussehen als das, was wir jetzt zu sehen haben. Ich heiße Birgit Bornemann, bin Fotokünstlerin und habe an der Düsseldorfer Kunstakademie in den 90er Jahren studiert, Fotografie, Film und Bildhauerei und lebe mittlerweile in Norderstedt, habe ein Atelier in Hamburg und beschäftige mich jetzt also nur noch wenig mit Film, aber versuche der Fotografie Beine zu machen, sagen wir es mal so. Also, ich habe also experimentelle Fotos, Fotos, die auch immer ein bisschen ins Malerische tendieren und projiziere aber auch. Das heißt also, ich arbeite mit unterschiedlichen Untergründen und versuche mich so von der ganz reinen Fotografie zu lösen.
weil mich das Nicht-Offensichtliche sehr interessiert. Also mich interessiert weniger das Plakative, Naheliegende, sondern ich beschäftige mich gerne mit Hintergründen. Also nicht jetzt unbedingt diesen Hintergründen, sondern noch anderen. Also zum Beispiel jetzt die Serie, die man hier sieht, ist eine psychologisch, also meine erste psychologische Serie, die sich auf ein Buch von Walter Mischel bezieht, den Marshmallow-Test, in dem es darum geht, der Wut oder wenn man sich in einer problematischen Situation befindet, sie aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen und sich selbst zu distanzieren. Und das sieht man eben am Bild der Fliege an der Wand. Also der, eben der Blick auf das Ganze. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, wo würden Sie sich gerne in 10 Jahren sehen? Wo möchte ich mich, sehe ich mich? Ich würde sagen in der Kunsthalle. Und ich möchte gerne für das, was ich tue, bezahlt werden. Ich bin Barbara Engel und habe an der Kunstakademie Düsseldorf studiert, 99 meinen Abschluss gemacht und lebe und arbeite als bildende Künstlerin in Lübeck. Ich habe hier in der GEDOG mein Atelier gemietet seit 2009, hatte auch vorher schon im Glashüttenweg in der GEDOG ein großzügiges Atelier und überwiegend male ich Porträts und Landschaften. Hierbei interessiert mich die Farbfläche, die jetzt durch genaues Malen, also durch Zufallseffekte, die jetzt beim Entstehen des genauen Malens, die entstehen. Also Schnitt. Ich beschäftige mich meistens mit Menschen, da ich gerne schon seit der Kindheit eben mich interessiere für Menschen, die einen betrachten. Und eigentlich ist es schon in meiner Jugend so entstanden, dass ich halt eben meine Freunde gemalt habe und was mir dabei, also beim Porträtieren auffällt, ist eben, dass ich und du zusammen verschmelzen im Bild und die verschiedenen Mimiken, die der Mensch hat, auf einem Bild dann vereinheitlicht wird. Und dass die ich liebe das Detail beim Malen, aber wenn ich halt eben durch den Pinselduktus etwas ungenau male, gefällt mir das und lasse es dann auch stehen. Ich habe ein Stipendium bekommen, ein Baguer-Stipendium nennt sich das, und dann habe ich noch das GEDOG-Stipendium bekommen. Ausgestellt habe ich in Namibia, Hamburg und Lübeck und ach, ich kann das jetzt auch gar nicht aufzählen. Was sind Ihre bevorzugten Malmaterialien? Ich male im Winter gerne mit Eitempera und im Sommer male ich eigentlich also mit Öl, mit Ölfarben. Die Eitempera, da mische ich die Emulsion und benutze halt eben auch die Pigmente dazu. Auch an Sie die Frage, wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, wo würden Sie gerne in 10 Jahren sein? Ich würde in 10 Jahren gerne, ich würde in 10 Jahren wo ich stehen würde in meiner Kunst jetzt, würde ich in 10 Jahren ganz gerne in einem Museum ausstellen und auch Geld verdienen mit meinen eigenen Arbeiten. Was momentan auch
passiert tatsächlich, aber es reicht, also ich kann jetzt nicht monatlich genügend verdienen. Es ist wichtig als Künstler, dass man eben regelmäßig präsent ist und eben länger sich aufhält in einer Stadt, möglichst eigentlich auch in einer größeren Stadt. Ich habe immer gerne tanzende Figuren gemalt, oder es wurden aus abstrakten Bildern immer Figuren. Eines Tages habe ich mir gedacht, wieso sollen die Figuren platt auf einem Bild stehen? Da habe ich dann ein Bild oder zwei genommen und habe damit getanzt. Zum Beispiel das Bild habe ich genommen und habe es auf meinen Rücken gespannt, mit den Händen es gedreht und getanzt. Und dann habe ich wieder überlegt, wieso soll ich solche steifen Bilder nehmen? Ich kann ja mir die umhängen, wenn sie noch nicht gerahmt sind. Und so habe ich Papier und Stoffe bemalt und habe die mir angezogen und dazu getanzt. Und so ist in dem Film zu sehen, die verschiedenen Szenen und Auftritte, die ich damit gemacht habe. Ja, zu meiner Ausbildung, die ist schon lange her. Ich habe Kunst studiert in Hamburg und habe Kunsterziehung jahrelang gemacht, um Geld zu verdienen. Und zu freien Arbeiten bin ich da nicht gekommen. Aber dann habe ich mich beurlauben lassen und bin hier in Lübeck sitzen geblieben und habe Kunst gemacht und nebenbei in der Volkshochschule noch weiter unterrichtet. Wo ich hin will, kann ich jetzt nicht bildnerisch sagen, aber ich kann sagen, ich möchte frei bleiben, so wie jetzt. Das gefällt mir gut, dass ich mich verschiedenen Projekten anschließen kann. Aber nicht in irgendeiner Galerie so und so viel Bilder malen müssen, sondern ich möchte nach meinem Temperament mich einbringen in der Kunst. Und ich finde, dass ich habe beobachtet, auch ein Publikum gebrauche, die eine Anerkennung geben, und das macht mich zufrieden, glücklich. Ja, das war's.